Ich bin bereit. Alles klar, und damit herzlich willkommen. Wir schauen uns heute die VBT-Qualifikation von Pete an. Ich glaube, das ist die, die mit Abstand bis jetzt am meisten letzt watched wurde, wie auch immer man das nennt, bei diesen coolen, großen YouTubern. Ja, also Pete definitiv einer der Favoriten dieses Jahr, hat auch, glaube ich, so ziemlich als erste seine Qualifikation mit eingereicht, ist auch direkt als erstes auf den Rappers Inc-Kanal hochgeladen worden. Und ich würde sagen, du kennst ihn ja so teilweise, wie wir schon aus Gesprächen herausgefunden haben. Ja, ich kenne ihn und verwechsle ihn oft mit Dupasch, wie wir herausgefunden haben. Wobei Dupasch und er jetzt nicht wirklich viele Gemeinsamkeiten haben, aber Nee, aber ich weiß nicht warum. das wirst du ja gleich auch In sehen. beiden ein P vorkommt oder so. Das muss es sein. In beiden Namen kommt ein P vor, eindeutig. Okay, dann schauen wir uns Pete an, oder? Machen wir das. Okay. Und dann fallen die Aber ist das Gäste den Pete oder Giants Dupasch? wieder. Das ist Dupasch. Ken, will you do Ich me a dachte, favor and become Ray's egal. psychiatrist, please? No. What I think I asked you was, could you go blow his fucking head off for me? He's suicidal. I'm suicidal. You're suicidal. Everybody's fucking suicidal. We don't all keep going on about it. Ich komme in dein Dorf geritten und frage mich, wer hat hier die Klicks? Ich bin so mega wie Schokolino, Genix finde ich sick. Alter, was ho? Ich greif deiner Biatch an die Klicks. Wer will battlen und VBT? Ich sehe nichts als mich. Ich würde ja auch viel lieber FIFA spielen, als VBT zu machen. Oder über geile Reime wie 2010 zu lachen. Oder Wandelbars auf Standardkram zu reimen. Ey, mein Penis ist so lang wie diese Quali da von Brian. Wer die Klicks hat, ist die moderne Version der Gretchenfrage. Und die Megaphrase für Wack MCs in der Beta-Phase. Doch ich find's gut, das VBT-Ding so langsam abzubauen. 0-12 war alles besser und dann war Fortune fast im Halbfinale. PvP galt als der fetteste am Mike und der hat im besten Finale Rappers hin auf Battle King gerannt. Und sowas wird dann als Legende hier gehypt. Und der 1016-jährige ruft sowas wie ich hasse Genix in sein Mike. Ich beschmeiße euch mit Camcorder, die Mistmaden. Solltet ihr in euren Qualis, wer hat hier die Klicks sagen? Oder nichts sagen? Oder Dickblasen bei irgendwelchen gehypten Rappern, die noch nicht mal mitmachen? Okay. Nehmen wir das einfach mal so als ersten Part. Ich kenne die Qualifikation ja schon, da kommt zwar jetzt nicht mehr so viel, aber das ist jetzt mal so der textliche Teil, sag ich mal. Finde ich sehr, sehr cool. Also natürlich, was jetzt so rein Tonqualität und so weiter angeht und Videoqualität ist Pete definitiv am weitesten oben, wobei es ja da nicht unbedingt im VBT drum geht, aber da ist auf jeden Fall schon mal ein klarer Pluspunkt. Flow natürlich auch sehr, sehr gut. Textlich finde ich es auch ziemlich cool. Er lässt halt auch so ein bisschen das VBT Revue passieren, fasst das Ganze ein bisschen zusammen. Von wegen die berühmte Line, wer hat hier die Klicks, die ist ja von Scotch. Ach, den Typen. Ja, der Kerl, der auf die Techno-Beats gerappt hat immer. Scotch, Scotch. Scotch. Dick und betrunken und kann rappen. Also Scotch war okay, der war auf jeden Fall nicht verkehrt. Definitiv. Aber er Ja, war betrunken. bitte? Aber er war dick und betrunken. Ja, das auf jeden Fall, gerade jetzt so in den späteren VBTs. Ja, genau wie Smoke T. Ah, Smoke T, ja. Ja, aber von dem Der hatten noch wir. mal mitmachen würde, das wäre ja cool. Findest du? Also ich fand den, also ich kenne von dem jetzt nicht so viel, muss ich ehrlich sagen, aber die Runde damals gegen Spliff, da finde ich, hat er zu Recht verloren. Also das war, da war Ja, zu Spliff. Recht verloren schon, aber seine Skills sind eigentlich ganz in Ordnung. Da. Als er dann irgendwie in der Vorrunde 3 geflogen ist gegen einen relativ unbekannten Rapper, da hat er sich auch aufgeführt wie so ein Kind, aber. Okay, das weiß ich jetzt gar nicht. Da, so tief bin ich bei Smoke T ehrlich gesagt gar nicht drin. Aber der ist natürlich blöd, ne? Der ist, wenn er schon relativ bekannt ist und dann direkt in der VR3 fliegt. Das passiert halt im VBT auch manchmal, Ja, die. komm, er ist auch gegen Battle Boy Basti in der 64. Ja gut, gegen Battle Boy Basti. Der hat ja auch im besten Finale Rappers in of Battle King gerannt. Ja, gut.
Aber irgendwas war da noch mit Bekannten, die der Pete erwähnt hat. Ja, Fortune, dass der Ah ja, 2012 im als. Halbfinale war. Also es war offensichtlich. Ich dachte, als ich 12 war und als ich 12 war, war noch alles gut und Fortune im Halbfinale. Echt jetzt? Nee, das heißt. Ach. ja. Nee, also ich glaube, das war ein kleiner Seitenhieb gegen den guten Fortune, wobei den das wahrscheinlich nicht mehr im Ansatz juckt. Der macht ja mittlerweile irgendwie ganz anderes Zeug. Keine Ahnung, was der überhaupt macht. Von dem hat man ja auch sehr, sehr wenig gehört in den letzten Jahren. Bis mal auf so ein paar Alben, die aber jo, so mäßig waren. Also das letzte Gute, was er gemacht hat, war die Runde gegen SpongeBob im JBB, finde ich. Du fandst sie gut? Also die Hinrunde von Fortune fand ich auf jeden Fall besser als die von SpongeBob, ja. Aber ja, gut, das ist jetzt wieder so ein Thema, da kann man sich drüber streiten. Aber im Großen und Ganzen, um jetzt mal wieder zur Quali zurückzukommen, Text finde ich gut, Qualität ist auch auf einem hohen Standard, also eigentlich vollkommen berechtigt einer von den Favoriten dieses Jahr bis jetzt. Ja, können man so durchgehen lassen. Schauen wir uns aber mal den Rest der Quali an. Ja, ich schmier jetzt alles mit Scheiße voll. Alle anderen sind scheiße, meine Quali ist echt geil. Gib mir bitte, bitte alle irgendwas von diesem Hype. Diesen Dreck hier zu verlieren ist echt gar kein Problem. In den Qualis sind mehr Menschen als Punchlines zu sehen. Alle anderen sind scheiße, meine Quali ist echt geil. Gib mir bitte, bitte alle irgendwas von diesem Hype. Diesen Dreck hier zu verlieren ist echt gar kein Problem. In den Qualis sind mehr Menschen als Punchlines zu sehen. You fucking retract that bit about my cunt fucking kids. Da hat jemand den Audioeffektregler für sich entdeckt. Ach je. Was ist denn da drin? Das war, glaube ich, eine Wodkaflasche. Und das andere ist das Ups. Rotwein? Scheiß Mischkonsum. Das war auf jeden Fall Rotwein. Das finde ich auch nicht cool. Also Rotwein zusammen mit Wodka geht gar nicht, Mann. Geht gar nicht. Absolut nicht. Vor allem nicht, wenn dann auch noch Daniel Jack danach kommt. Kennst du den? Nö. Nee, kennst du nicht. Der hat sogar mal beim JBB teilgenommen. Ach, der ist Mini-JBB. das. War der nicht in der Hall of Shame? Nee, in der Hall of Shame glaube ich nicht, aber Mini-JBB, wenn ich mich nicht irre. Okay, so ein Asiate, ne? Ja, genau. Aber ja, das war Pete. Pete ist Hey, Jung, weißt du, was mir auffällt? Ja. Wir kommen bei Pete ständig auf andere Rapper. Ich weiß auch nicht warum. Also das Thema wechselt ständig wieder von. Ich versuche ja immer so ein bisschen bei der Quali da wieder zu bleiben, beziehungsweise wieder ein bisschen zurückzurudern. Aber es ist. Du bist einfach nicht interessant. Oh, okay, das war jetzt fies. Nein, also Pete ist gut. Aber nicht interessant. Sag, das sei doch nicht so hart zu Pete. Okay, das juckt ihn wahrscheinlich eh nicht. Aber Ja, ich bin hart. Also, ich finde, Pete hat trotzdem bis jetzt immer durchweg positive Leistungen abgeliefert und ich bin mal gespannt, wie weit er im VBT 2018 kommt. Auch wenn er vielleicht nicht so interessant ist, aber das muss ja gar nichts Schlechtes sein. Dann gibt es auch, außer vielleicht die Tatsache, dass er nicht so interessant ist, wenig Gegnerbezug. Ja, das stimmt, da kann er dann weit kommen. Ich weiß, Asta One hat ihn damals mit seinem Alter gefrontet, kann er jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gut machen, weil er mittlerweile einen Bart hat, den hatte er damals noch nicht. Na komm, so ein Chinesenbart, Junge, da kannst du dir einen Baum nebenstellen. Obwohl, gegen den Baum habe ich auch verloren, ne? Du hast gegen Baum verloren? Jürgen? Ah, ach, boah, okay, gut. Ja, ich habe jetzt in VBT gedacht. Okay. Ja, das war wie gesagt Pete. War eine schöne Quali. Das war Piet. Mal wieder von einem anderen Willen. Okay, wir beenden das jetzt, bevor es noch peinlicher wird. Tschüss.